Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Arrogante Pate schwört Rache an Arafat und schießt komplett gegen Arafat. Er sagt, dass Arafat nichts wäre ohne Bushido und vieles mehr. Hier ist die Szene, meine lieben Freunde. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Peace. Bruder, komm mal erstmal mit deinem eigenen Hamkler, bevor du Hamkler. Alhamdulillah, ich hab meine Familie, ich hab meine. Komm mal erstmal mit deiner eigenen Familie, bevor du Ham von anderen auf dich nimmst. Arrogante, das ist auch nur ein Typ von mir. Ich mag dich auch, Bruder. Du weißt, Pate, ganz kurz. Du sagst doch gerade, er hat über seine Kinder geredet. Das stimmt nicht. Was? Seine Frau selber hat über die Kinder geredet und die reden seit 5 Jahren über Arafats 5 Brüder nur Scheiße. Nur Scheiße. Ja, Brot auf Gegenseitigkeit. Wenn Nein. du was machst, kriegst du es zurück? Die haben nichts gemacht. Doch? Nein. Was denn? Doch, Wallah. Doch, Wallah. Wer, Janne, guck mal, Janne, denkst du, Bushido geht einfach seinen Weg 20 Jahre und sagt, ey, ich will nicht mehr? Doch, weil seine Frau ihn an den Eiern hat. Wie, warum seine Frau, wenn man an seine Privatsphäre geht und sagt, du darfst nicht raus, Habibi, dafür töte ich. Zu einer sagt zu mir, deine Frau, die entscheidet über meine Frau, ob die rausgeht. Ist doch so, deine Frau entscheidet, ja. Hab's doch mitbekommen. Ja, ist deine doch Frau egal, der hat Kinder, Bruder. Wenn Arafat auf seine Privatsphäre geht, Bruder, ist das Eib oder ist das nicht Eib? Er redet, Bruder. Okay, eine andere Sache. Wer hat die Aussage gemacht, Arafat oder Bushido? Welche Aussage? 110 Seiten von Bushido. Welche Aussage? Das geht doch um Hack. Das ist doch kein Zinken, das ist doch alles. Wenn einer dir den Hack, die klären das doch gerade gesetzlich, wenn einer mir mein Hack nimmt, ich gehe zu meinem Anwalt, ich sage einmal zu, das geht, was hat die Polizei damit zu tun? Weißt du, warum die Polizei gekommen ist? Vielleicht hat die Frau die Polizei, vielleicht Bushido, glaube ich nicht. Vielleicht die Frau aus Angst, weil die sagt, man hat ihre Kinder mit Säure bedroht. Habibi. Aber guck mal, ganz ehrlich. Euer Herzen, Bruder. Okay, ganz ehrlich, ich sage dir eine Sache. Ich will dir mal nicht einmischen, Bruder, aber... hast du ja, es geht um Nabil. Okay, aber ganz kurz. Lass den Mann in Ruhe, der hat seine Kinder, der hat seine Familie. Es ging gar nicht um Bushido. Guck mal, ich sage dir eine Sache. Ich sag dir eine Sache, Bruder. Ja. Merk dir das. Oksum Billa, Bushido hat kein Interesse am Bagello. Ja, ist uns schon klar. Wallah Billa, der hat kein Interesse am Bagello. Ich hab Bushido gesagt, geh mit Barrero live. Ich war das. Ach, lass mal deine Filme, Wallah, du lügst. Wallah, du lügst. Du bist der größte Tafnis gerade. Wallah, du bist ein Lügner. Ich lüge. Spiel mal ganz auf, geht mal alle, fight den mal, mach den. Wallah, Bruder, bitte, Arrogante, wir reden. Wer hat den gesagt, Janne Nabi? Bitte, Bruder, Arrogante. Janne Nabi hat den. Ja, warte, Nabi, Bruder, nicht auf uns. Janne, warte mal, Janne, mach diese Filme nicht auf uns, Herr Senemi. Janne, warte mal, Nabi. Warte doch mal. Ohne Lügen, Bruder. Warte doch mal, warte. Warum redest du das? Okay, wir wissen, Wallah, du hast... Wer bist du, dass ich für dich lüge? Warum soll ich für dich lügen? Du bist Trendsetter. Vater, ob du es hören willst oder nicht, Vater, ob du es hören willst oder nicht. Soll ich dir... Soll ich Bushido live fahren? Soll ich mit Bushido live gehen und dir beweisen, dass ich ihm das beigebracht habe? Bruder, Bushido ist genauso. Hol ihn rein jetzt. Wallah, der kommt nicht bei dir rein. Der kommt mit mir rein. Okay, er soll mit dir reingehen. Er soll mit dir reinkommen. Wir wollen sehen, Yallah. Ich will sehen. Yalla, jetzt. Eine Frage. Yasser war 8 Monate. Warte, du dich. Hol ihn rein, Yalla. Wir gehen jetzt. Ja, du sagst doch, Bushido. Ich hab meine Familie, du hast 30, 40 Millionen oder 10, 15 Millionen verdient. 20 Jahre. Ach, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dir arbeiten. Willst du mich zwingen? Bruder. So, bin ich dein Eigentum? Bruder, wir warten auf Bushido. Warum jetzt kommst du? Wir warten auf Bushido.